Ui. Bis genug Benzin ist unser Spruch. Okay, ja. Ja. Okay, warte mal. Hinweise. Klugscheiße. Der Klugscheißer von 223 scheint einen Weg gefunden zu haben, den Selbstkontrolltest auszutricksen. Er stellte eine Art Ring her, der die Maschine verrückt macht. Ich kann nicht sagen, dass ich es ihm verüble, aber dass er es versucht hat. Selbst ich kann diese Tests nicht schlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, sie zu machen, wenn ich für eine Verzögerung oder jede falsche Antwort einen Stromschlag erhalte. Aber ich schätze, Professor Smith weiß, was er tut. Ich habe den Ring in den Safe gelegt und ihn spätestens studieren. Der Test Selbstkontrolle. Ich frage mich, ob es eine der gruseligen Maschinen ist, die ich den Flur entlang gesehen habe. Was haben sie mit diesen armen Leuten gemacht? Nun, wenn ich diesen Test jemals bestehen muss, ist es gut zu wissen, dass es einen Weg gibt. Natürlich muss ich zuerst einen Safe öffnen. Okay. Irgendwas muss ich hier tun. Leere Flaschen. Ah. Jawoll. Spinnnetze. So. Benutze die Schalter, um auf beiden Seiten die gleichen Werte zu erhalten. Beiden Seiten die gleichen Werte. Okay. Soll das 80 denn sein? Okay, ich war eigentlich noch am Überlegen. Ich lasse es vorerst hier. Right. So.
spüre das nicht, bis ich einen sicheren Weg gefunden habe, es zu schlagen. Jawoll. Jawoll. Ist das Schiss für den Token? Tokenöffnung, so. So, jetzt? Ja, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier wieder? Oh, super. Was mir hier? Ich hatte übrigens eine sehr lange Pause. Ich muss erstmal wieder rankommen, aber ich möchte jetzt hier nicht wieder diese Hinweise verwenden. Ich hätte mir die Aufnahme, die letzte Aufnahme angucken sollen, glaube ich. Blümchen. Okay. Oh, super. Ich denke, dass dieses Symbol für Psychologie oder die Psyche steht. Erinnert mich irgendwie an eine Mistgabel. Ja. Ich auch. So. Jetzt kann ich hier da was machen. Was wollen wir das hier haben? Okay. Ja, aber ich weiß nicht, was ich so machen soll. Falsch. Also was von. Eine Wildblume. Ah ja, okay, gut. Hervorragend. Ah, und damit kann ich etwas hier irgendwo machen. Ich will wissen, was ich hier machen kann. Was kann ich hier machen? Hier mit irgendwas. Ja. Okay. Kette ist nicht lang genug. Okay. So. Hier kann. Ach ja. Stimmt. Körpergewicht und so. Nicht menschlich.
Untergewichtig, das ist schrecklich, ja. Hervorragend. Es funktioniert immer noch. Ich will es nicht herumtragen, sondern ich kann jetzt... Hä, bist du doof? It took me a while to reconstruct what has really happened. But I remember it now. It was some kind of ritual. I was terrified. Whatever it was, it didn't work out the way they wanted it to. I knew this as soon as David told them that I was having triplets. Charles went white. Es ist die Stimme meiner Mutter. Da ist wieder Charles Ladius. Okay. Begriff das, als ich ihre Gesichter sah, als David ihnen sagte, dass ich Trillinge bekomme. Okay. Alright, ne? Können wir jetzt da eigentlich da rein? Der Raum mit dem Spiegel für... Hier. Der Raum mit dem Spiegel fühlt sich nach dem mit Rost und Schmerz gefüllten Flur fast friedlich an. Und doch fühle ich mich unsicher, ausgesetzt. Ich kann sie fast sehen hinter den Säulen. Hinter welchen? Habe ich vielleicht irgendwas jetzt verpasst? Ich kann nichts über die drei Freiwilligen finden, die Charles uns geschickt hat. Keine medizinische Vorgeschichte. Obwohl sie eindeutig abnormales Verhalten zeigen, gibt es bisher nichts, was ich diagnostizieren könnte. Ich nehme an, dass ich mehr erfahren werde, wenn die neue Block B-Ausrüstung installiert ist. Ich habe Charles nach den dreien gefragt. An diesem Punkt war ich bereit für das schlimmste Entführung, Lösegeld, Rache, aber die Antwort war irgendwie noch schlimmer. Ich glaube nicht, dass Charles selbst weiß, wer diese Leute sind. Gibt es für jemanden, der dem mächtigen Laudius, oder ist es wirklich übernatürlich, wie er sagt? Ich will ganz kurz was gucken. Oh Gott, ich habe gerade so Angst, ich hätte nicht aufgenommen. Hui. Wie konnten sie nicht wissen, woher die drei kamen? Was war so wichtig, dass sie weitermachen mussten? Und was meinte er mit übernatürlich? I don't know. Nichts Nützliches. Okay. Kaltschweißpaste. Wow. Was war das denn? Es war, als hätte ich durch die Augen einer anderen gesehen. Ein Kind, denke ich. Dahlia? Eieieiei. Für eine Sekunde sah ich das Foto meiner Mutter hier, wie seltsam. Schlüssel. Alte medizinische Geräte nichts mehr nutzen. Ja, das sagst du jetzt in deinen jugendlichen Leichtsinn. Aufzugschlüssel. Ach ja. So. Ja, sonst ist hier nichts bis jetzt. Hab ich hier sonst noch? No. Hier.
Aufzugsschlüssel. Bäh? Oh. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Oh Gott. Ich kann nicht wirklich viel sehen oder tun, was mit dem Nachtsichtgerät in der Hand. Oh Gott, ist das unangenehm. Sowas ist unangenehm. Das Licht anzumachen, ja. Okay, gut. Gut, gut, gut. Können wir erstmal ganz kurz wieder. Die Batterie ist leer, gutes Timing. Ganz kurz erstmal wieder hier zurück. Ich möchte mir hier erstmal alles angucken. Von Start bis zum Ende. Okay. Ich schätze, dass dies bedeutet, dass die Steckdose stromlos sind. Zu schade. Mhm. Okay. Da steht Notfall, Dampfabgabe. Ich nehme an, das könnte in einem Heizungsraum hilfreich sein. Jo. Okay. Es klemmt. Oh. Es ähnelt ein wenig einem Stück von einem Emblem. Ich nehme an, dass sie zur zur Reparatur hergebracht wurde. Ja. Habe ich jetzt die Batterie? Oh mein Gott! Es ist eine Jacke. Ich kann sie nicht erreichen, ohne mich selbst zu verbrennen. Oh mein Gott! Hallo Ethan. Als ich in Jessicas Büro war, konnte ich nicht anders, als zu bemerken, dass etwas mit dem Display nicht stimmt. Nicht nur, dass die Organe nicht auf ihren Sockeln stehen, sondern es scheint auch eins zu viel zu sein. Weißt du etwas darüber? Ich danke dir, Rachel. Oder fehlt vielleicht nur ein Sockel? Wie auch immer, ich bin fasziniert. Vielleicht könnte ich herausfinden, was da nicht hingehört. There is someone in the tank. There is someone in the tank. That's impossible. It hasn't been opened in ages. It can't be opened. But something is obviously moving in there. This place is just wrong. Tainted. Evil. I can't describe it. I just don't understand. But it is. You can feel it. Armer Mann. Er hört sich immer weniger vernünftig an. Andererseits frage ich mich, wie die Leute reagieren würden, wenn ich ihnen alles erzählen würde, was ich denke, dass ich gesehen und gehört habe. Ja, man merkt langsam, dass er ein bisschen, ja, ich will nicht sagen wahnsinnig wird, aber irgendwas könnte ihn so durchdrehen. diese Box sieht interessant aus. Leider steckt sie uns im Regal fest. Alright. Mal wegnehmen, wenn ich etwas zurückdrücken könnte. Ja. Wenn man doch einfach nur das hier nehmen könnte und das da runterklemmen könnte. Nee, durchlassen wir. Okay. Journalist. Eine TV-Persönlichkeit, ein Geisterjäger. Ich hätte ihn nicht erkannt, wenn es nicht die Geschichte gegeben hätte, dass er vermisst wurde. Ich habe immer angenommen, dass es ein Schwindel war und dann wie alle anderen vergessen. Ist ihm hier in der Anstalt etwas zugestoßen?
Die Geschichte ist schon einige Zeit her, aber es fühlt sich an und sieht so aus, als wäre er nur wenige Stunden vor mir hier gewesen. War er die ganze Zeit am Leben oder... Der Gedanke kam mir gerade recht. Er folgte den gleichen Brotkrumen und jetzt ist er höchstwahrscheinlich tot. Hat die Einstatt auf jemand anderen gewartet? Auf mich? Oder werde ich auch verschwinden? Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Tja, ich glaube, sonst habe ich hier erstmal alles. Gehe ich jetzt hier weiter? Safety first. Viel nützlicher, aber derzeit noch irrelevante Informationen zum Brandschutz. So. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich fasse hier nichts mehr an. Dieser Tisch sieht schwer genug aus, um mich zu erschlagen. Ja, das ist dein Problem. Ich habe hier aber immer noch etwas zu tun. Ah! Wegen all dieser neuen Geräte, die in Block B ankommen, werfen sie perfekte Möbel weg. Jessica hätte eine solche Verschwendung nie zugelassen. Ich habe einen antik aussehenden Tisch gefunden. Fantastische Holzarbeiten. Nur ein gebrochenes Bein. Wer findet das behalten? Da ist etwas in einer verschlossenen Schublade. Ich will den Tisch nicht beschädigen. Ich werde versuchen, die Kombination herauszufinden. 6941. Eine Woche Mittagspause mit den verdammten Ziffernblättern und alles, was ich bekomme, ist eine Lampe mit dunklem Licht. Nun, zumindest kann ich jetzt die Schublade benutzen. Irgendwo kann es also einen Tisch mit einem gebrochenen Bein geben oder auch nicht, der noch etwas enthalten kann oder auch nicht. Die Kombination ist ein 6941. Okay, oder auch nicht. Ich muss hier noch was tun, oder auch nicht. Oh, guck mal. Ah, ist das eine Vase und eine Rostlöse? Hat jemand das hier für Schießübungen benutzt? Wahnsinn. Hä? Oh nein. Oh Gott. Ja, ein Schraubstock kann immer nützlich sein. Oh, für die kaputte Kette. Ach so. Ach ja, okay. Cool. Ich kann nicht einfach so sein, bitte. Ich brauche etwas. Cool. Hä? Achso, da ist das, okay. Ja. So, hier wollte ich. Okay, hier ist nichts. Ich muss hier immer noch was tun. Ja. Ne. Waren da schon die ganze Zeit immer so viel. Eine Wildblume. Das kommt irgendwie so neu vor. Viele Wildblumen. Oder ich habe einfach nur so lange nicht mehr gedingsbumst, ne? Ja, gedingsbumst, genau das ist das, ja. I'm checking gar nichts.
Soll ich den... geh mal wieder weg. Soll ich den Schal verwenden? Kommt mir ein bisschen sehr plump vor. Nö. Oh mein Gott. Irgendwie überhaupt gar nicht rein. Selbst wenn ich die Barrikade wegräume, sieht die Tür dahinter wie verflucht aus. Ich fürchte, dass der einzige Weg in die Verwaltung durch die Haupttüren führt. Tja. Hey, ist immer noch was, aber wahrscheinlich nicht das so, ne? We have to do it.